Hallo Gabi. Hallo Werner. Die habe ich heute Abend gesehen auf dem Coronamobil. Bist du da die Organisatorin oder wie muss man das vorstellen? Ja, und zwar ist das so entstanden, am Sonntagabend habe ich Nachrichten gehört und wir haben um 7 Uhr das Restaurant zugetan, Mitte Dezember, und ich habe gefunden, hey, nein, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein, ich muss jetzt etwas machen. Und was kann ich machen? Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwo auf einem Platz herstehen und laut meine Meinung sagen, dass ich nicht zufrieden bin. Und ja, durch das ist das entstanden. Der erste Abend, das war am 14. Dezember, am Montagabend, dann bin ich da vor dem Rathaus gestanden und etwa 20, 25 Leute sind gekommen und haben mir zugelassen, ohne Mikrofon oder irgendetwas, und ich habe einfach gesagt, dass ich nicht einverstanden bin mit dem und dass ich da ein Zeichen will setzen. Das finde ich super. Du sagst Restaurant zu, bist denn du betroffen in dem Sinn? Ja, also ich führe ein paar Restaurants, dass man Fondue und Raclette essen kann, in Elm. Das ist aber nur im Winter offen. Und letzten Frühling haben sie am 15. März das Restaurant zugetan und dann hat es die Saison nicht mehr gross betroffen. Also zwei Wochen früher haben wir zugetan müssen. Und jetzt heute im Herbst, Winter, habe ich dann gemerkt, ja nein, das gibt einen katastrophalen Winter. Eben. Voll in die Wintersaison hin haben sie den Laden dicht gemacht? Ja, ja. Oh ey, das ist doch gut, he? Das merkt man. Ja, man muss dann einmal mehr kreativ und innovativ sein. Wir haben dann ein Takeaway-Hütchen gemacht und wenigstens am Wochenende und an der Feiertag können Raclette und Trinken, Glühwein und so verkaufen. Und Touristen haben das sehr geschätzt, auch die Einheimischen haben das sehr geschätzt. Man hat wenigstens an einem Ort etwas können trinken oder essen. Habt ihr da auch noch Auflagen zusätzlich? Oder wie muss ich mir das vorstellen für Takeaway? Das ist auch von Kanton zu Kanton anders. Wie ist das im Kanton Glarus? Ja, natürlich mit der Maskenpflicht, sobald man das Zweite arbeitet. Und obwohl man... Du bist gar nicht da. Also ja, weiter Abstand. Warte mal, du musst noch ein bisschen herkommen, nicht, dass du aus dem Bild rausgehst. Wir müssen das mal wegen der Kamera, weil die kann nicht weiter. Ja, und wir sind beide top gesund. Ja, wir sind immun. Ja, wir sind, wie wir sind. Ja, genau. Was mir auffällt, ist, du bist unheimlich aufgestellt. Also trotzdem, dass die eigentlich den Laden dicht machen. Wie geht das? Ja, was will ich machen? Eben, der Laden ist zu, man macht das Beste daraus. Und dann war viel schönes Wetter, gewesen, es hat viel Schnee gehabt. Ja, das Leben halt einfach geniessen und es geht ja gleich weiter. Und man kann rebellieren und ich kann für mich immer denken, ich habe etwas gemacht, ich habe meine Meinung gesagt, ich probiere etwas. Und ich denke, genau das ist es, was einem zurzeit auch stärkt und Kraft gibt. Wenn man kann sagen, ich habe es probiert. Und wenn man Schwein hat, nützt es sogar noch etwas. Man hat wenigstens etwas gemacht und nicht einfach alles akzeptiert. Genau, weil der Regierungsrat ist dann auch mal da gewesen, der Andrea Bettiga, und er hat ein Sprichwort zitiert, ich weiß es nicht mehr ganz, aber es ist nicht schlimm, wenn man nichts macht. Oder, nein, schlimm ist auch, wenn man einfach alles akzeptiert und über sich ergehen lässt, ohne dass man etwas macht. Und das ist es so. Und das sagt ein Regierungsrat bei euch? Ja, also ich würde sagen, der Kanton Glaris ist gut unterwegs. Also es sind auch nur Menschen wie du und ich. Und besser als andere Kantone, da hat man noch ein bisschen zusammen in dem Fall. Ich glaube schon, vor allem kann man mit den Leuten reden. Wenn man nicht einverstanden ist, wenn irgendetwas passiert oder so, kann man auch das Telefon in die Hände nehmen und anrufen. Und man ist auch Duzis oder ja, ja, man kann mit den Leuten reden. Du bist relativ klein und, sagen wir so, dumm gesagt, jeder kennt einander, also was in dem Sinn. Ja. Das ist nicht einfach Zürich, wo alles anonym ist. Nein, das ist so. Darum denke ich, in unserem Kanton kann man mit so etwas auch etwas bewegen. Im Kanton auf jeden Fall. Okay. Und jetzt habe ich es richtig verstanden, jeden Donnerstag sind wir hier auf dem Rathausplatz in Schweiz. In Schweiz. In Glarus. Genau. Und am Anfang waren wir täglich da, also 11 Abend am Stück, alle Abend um 8 Uhr, bei Wind und Wetter. Und zweimal habe ich gefehlt. Einmal war die Strasse gesperrt, weil ich wohne in Zelm und ich konnte nicht nach vorne kommen. Und einmal hat es fest geschneit und ich hatte Angst, dass ich dann nicht mehr heimkomme. Und wir haben dann auch Anfang Januar ein Komitee gegründet. Wir sind, glaube ich, 7. Die immer ein bisschen da sind und haben gefunden, hey, wir gründen das Komitee, machen einen Verein, dann können wir gemeinsam einander helfen. Ich finde es echt super. Hast du auch etwas mit dem OH Glarus zu tun? Das habe ich auch schon gesehen. OH Glarus, bist du auch dabei? Ja, also ich bin im Gruppenchat und ich kenne die Leute, die sind viel auch da. Wir haben auch noch viele Veranstaltungen, die irgendwie etwas machen, also mit also OH Glarus, habe ich das richtig gesehen? Genau, ich muss zwar ehrlich sagen, ich bin dort nicht so aktiv, weil meistens ist das am Wochenende und ich bin irgendwie am Arbeiten oder kann nicht und so. Sie sind sehr aktiv, vor allem sind sie schon lange sehr aktiv.
Also ich finde das super, was sie machen, und man muss sie wirklich unterstützen. Also in dem Fall, alle, die euch hier unterstützen wollen, egal wo im Kanton Glarus, kommen wir mal her. Am Donnerstagabend, jeweils immer um 8 Uhr. Ist das fix oder habt ihr flexible Zeiten? Nein, das ist fix, immer um 8 Uhr. Nächsten Donnerstag haben wir, stand heute auch noch eine Bewilligung vom Kanton für den Platz, für die Kundgebung. Und ja, nochmal schauen, wir müssen dranbleiben, wir müssen etwas machen, sonst passiert nämlich nichts, wenn wir nichts machen. Oder nichts Gescheites. Also an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön auch an den Kanton Glarus, dass ihr die Bewilligungen gerne neu machen lasst und euch, dass ihr zeigen könnt, was euch bewegt. Oder? Ich meine, das ist ja heutzutage nicht mehr so. Da kriegt man Bewilligung, zack, ist sie weg. Ja, ja, das ist so auch. Und auch mit der Polizei, man kann herhocken und mit ihnen reden. Das funktioniert wirklich gut. Da ist die Schweiz noch relativ in Ordnung gegenüber anderen Kantonen. Kann ich das richtig sehen? Das ist so. Und umso enger es wird hinterher wird, umso in Ordnung ist. Wie weit ist Elm von hier weg? Das ist das Hinterste. Die eine Seite. Von dort weg geht es nur noch über den Berg und dann bist du im Oberalp. Also vorab, gell? Ist das richtig? Ja, im Oberland. Vorab ist Elm, genau. Auch. Wenn es jetzt so streng wäre, könnten wir mal hier rauf und von dort und von dieser Seite. Unbedingt. Ja. Übrigens auch herzliches Dankeschön an dich, dass du den Weg auf dich genommen hast und hierher gekommen bist. Und das ich mache alles. Ich fange nichts mehr. Nein. Oh, das ist gut zu wissen, wenn man jemand weiss, der alles macht. Ich komme zurück. Also, das ist eine Aufnahme und das ist etwas, was wahrscheinlich rausschneiden oder auch nicht, aber ist scheißegal. Aber nein, ich bin gerne dabei und ich finde es flott, wenn man kann jemanden unterstützen kann, der so Veranstaltungen macht, wo vor allem, wo es friedlich bleibt. Wenn man schaut, wie lange ist es jetzt her, wo es fertig ist? Also, es ist. Eine halbe Stunde. Halb Stunde vorbei und um die Hälfte ist immer noch da, redet miteinander. Also, das ist ja ein gemütliches Zimmer sein, oder? Ja, 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 das ist, also für mich ist der Donnerstag recht wichtig. Eben, es ist ein Zusammenkommen, ein Diskutieren und mal wieder andere Leute sehen. Jetzt hast du sogar wieder einmal einen Bündner gesehen, oder? Ja, ja, mein Bruder ist von Davos. Er ist heute auch da, extra von Davos. Aha. Und wir sind bis heute am Vesper im Tessin und jetzt kurz durchgefahren. Super. In dem Fall herzlichen Dank, dass ihr auch dabei seid und ich hoffe, ihr kommen alle zusammen irgendwann, mal egal wenn, einmal einen Ausflug auf Glarus. Donnerstag oben der Machti, dann treffen wir Gabi persönlich. Das wäre cool. Und wenn ihr das seht, da hat immer ein Lächeln drauf, da ist immer zufrieden. Also ich weiss nicht, wie du das machst, aber Respekt. Ja, danke. Meine Mama muss manchmal leiden, halt, wenn ich nicht lache. Nein. Auswärts lachen und daheim und zwischen denen einmal. Hey. Wenn ich schlafe, lache ich nicht. Ja gut, dann schläft er auch. Ja, ja. Was soll's. In dem Fall, danke vielmals für den schönen Abend. Das war schon lässig bei euch. Danke auch vielmals und hoffentlich bis bald am Donnerstag.